Die Eifel. Im Grenzgebiet von Belgien, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. 1982 verschwindet hier ein schwangeres 18-jähriges Mädchen. Spurlos. Ermittlungen verlaufen im Sande. Seither hofft die Mutter auf ein Lebenszeichen ihrer Tochter. Vergeblich. Sie ist fast 3 Jahrzehnte lang wie vom Erdboden verschluckt. Bis ein Kommissar die Fährte wieder aufnimmt. Er will das Mädchen zurückbringen und den Täter überführen. Wenn das Telefon klingelte und nachts geträumt, dass sie an der Tür geklingelt hat und dass sie bei mir war. Und das waren eben die Gefühle einer Mutter, die vor allen Dingen, wo ist das Mädchen? 30 Jahre lang, wo ist, und die wäre heimgekommen. Lolita stammt aus Frauenkron, ein 150-Seelen-Ort, wie das Nachbardorf Scheid. Die Ermittlungen liegen seit 1987 auf Eis. Doch Kommissar Schuh im fernen Trier will keine Ruhe geben. Motiviert hat mich natürlich, dass Angehörige so lange in Unwissenheit leben, was mit ihrem Kind geschehen ist, was mit der Schwester passiert ist, was mit dem Kind passiert ist. Und da wächst auch so ein Ziel, dass man diesen Menschen auch helfen möchte. Bei einer routinemäßigen Prüfung ist er im Jahr 2002 über die Akten der vermissten Lolita Brieger gestolpert. Wolfgang Schuh kommt zu dem Schluss, Lolita muss einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Das war der erste wichtige Punkt. Die Akte zu durchforsten, auszuwerten. Und ganz wichtig war der Gesichtspunkt, was ist aus den damals Beteiligten überhaupt geworden im Verlauf der beiden oder fast 3 Jahrzehnte. Und daraus kann man auch seine Rückschlüsse ziehen. Er befragt die Zeugen von damals, hat bald einen Verdacht und eine Idee. Er wendet sich an die Öffentlichkeit. Es ist der 24. August 2011. Unser nächster Fall führt uns jetzt in die Eifel, in eine ländliche Idylle an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Zwischen zwei jungen Menschen entwickelt sich da eine Liebesgeschichte. Alles scheint perfekt, aber es gibt auch heftigen Gegenwind. Einige sagen, Lolita Brieger hat sich den falschen Mann ausgesucht. Wie eben noch alles bei uns in Ordnung war, wie Lolita noch zu Hause war. Man hat so einen Fall im Fernsehen gesehen. Dann hat man sich immer gedacht, das wird jeder, der, oh gut, dass man da nichts mit zu tun hat, die armen Leute. Ne? Und dann auf einmal ist man selber dabei. Und nach wie vor, auch nach fast 30 Jahren, gibt die Polizei in diesem Fall nicht auf. Begrüße den zuständigen Staatsanwalt Erik Samel aus Trier und Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schuh, den zuständigen Ermittler. Wenn man sich vorstellt, dass 30 Jahre vergangen sind, dann ist das eine Zeit, mit der man vielleicht einen Täter oder einen Mitwisser ansprechen kann und auch über die emotionale Schiene dazu bewegen kann, vielleicht heute sein Wissen zu offenbaren. Ich möchte mich deshalb heute Abend an diese Person wenden. Wenn Sie zuschauen, bedenken Sie doch bitte auch die unerträgliche Situation für die Angehörigen von Lolita Brieger, insbesondere für die fast 80-jährige Mutter, die nun endlich nach fast 29 Jahren wissen will, was ihrer Tochter zugestoßen ist. Wir haben gehofft, dass Menschen aus der Umgebung, aus Scheid, Frauenkron, die vielleicht 25, 30 Jahre den Mund gehalten haben, über ihr Wissen geschwiegen haben, dass wir auch die ansprechen auf diese Art und Weise. Wir schließen nicht aus, dass es Mitwisser in dieser Angelegenheit gibt. Und erwähnen möchte ich auch die Fortschritte in der Kriminaltechnik, die uns... Wie dann der Hauptkommissar Schuh
die die Sache übernommen hat. In der Sendung, da sagte ich noch zu meiner Frau, pass mal auf, das ist ein bissiger Hund. Und so war es auch. Gehe ich davon aus, dass Sie glauben, dass es wirklich Personen, Menschen gibt, die wissen, was mit Lolita Brigger passiert ist? Als ich die Sendung gesehen habe, war ich sehr, sehr aufgewühlt. Ich hatte ganz schlimmes Herzklopfen und schweißnasse Hände und gezittert habe ich wie Espenlaub und es hat mich sehr, sehr, sehr mitgenommen. Wenn jetzt jemand beim Zusehen sagen sollte, die Tat an Lolita... Auch die Lolita nochmal auf dem Foto dann gesehen, so präsent und dann kommen so viele Gedanken und Erinnerungen auch wieder hoch und das war heftig. Die 17-jährige Lolita verliebte sich in den 3 Jahre älteren Josef aus dem Nachbardorf. Es war das Frühjahr 1982. Jüppchen, wie er genannt wird, ist der Hoferbe des reichsten Milchbauern. Und Lolitas Familie hat nichts zu vererben. Sie hat ihn geliebt, also die hätte für den auch alles getan. Aber er für sie auch am Anfang, aber nachher merkt man, wie er wahrscheinlich von zu Hause immer mehr Druck bekam. Die Beziehung zwischen Lolita und Jüppchen, die war in meinen Augen auf verlorenen Posten, wie ich das gesehen habe. Weil sie war nicht akzeptabel von den Eltern aus oder Vater. Ne? Sie hatte ja nichts, so wie er immer sich ausdrückte. Und sie war nichts und das passte nicht zu seinem Sohn. Der Hof des alteingesessenen Großbauern liegt in Scheid, nur wenige hundert Meter von Frauenkron entfernt. Hier lebt seit 1967 die Familie Brieger. Sie sind Vertriebene aus Schlesien. Evangelische Städter aus dem Osten, in einem katholischen Dorf im Westen. Wir waren ja die Zugezogenen, die Fremden. Und nach dem Motto, es sind doch schon mal Sätze gefallen, geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Der Vater arbeitet auf Montage, um die Familie zu ernähren. Lolita hat 5 Geschwister. Die waren doch so arm, waren die. Die kamen aus dem Osten. Und die Mutter von Lolita hielt eigentlich die Familie zusammen. Sie war wirklich eine sehr fleißige Frau. Ne? Aber die hatten nichts, nur das Nötigste. Lolita ist benannt nach einer bekannten Schlagersängerin. Nach dem Hauptschulabschluss bleibt sie zu Hause wohnen. Sie ist die Drittälteste. Jahrgang 1964. Sie war fröhlich, lustig, wie ein normales Mädchen in dem Alter. Sie stand, war ja am Anfang von ihrem Leben, stand sie ja. Sie stand wie so ein junges Mädchen, was Träume hat. Ne? Vielleicht auch ein bisschen große Träume, aber es waren Träume. Mit ihr konnte man wirklich Pferde stehlen. Also sie war fleißig. Wir haben zu Hause einen Bauernhof gehabt. Da hat sie auch immer mitgeholfen, alles. Also die war wirklich ein super Typ. Lolita und Josef müssen ihre Liebe verbergen. Trotz der Nähe ihrer Elternhäuser. Der Großbauer duldet die Beziehung nicht. Den Hof darf Lolita nicht betreten. Lolita kam hier rauf, meistens um die Zeit, als ich die Kälber drängte hier oben. Ne? Und sie stand da an dem Wegpfosten und hat da ganze Zeit darauf geguckt. Aber die Mutter von ihm, die hat den Hof da bewacht, wie so ein Hund, richtig wie ein Hund. Wenn sie mit ihm verabredet war, dann kam er nicht. Ich meine, das sind ja so Situationen gewesen, wo sie sich treffen wollten. Dann kam die Schwester mit dem Hund und hat die mit dem Hund gejagt. Das waren Sachen, die konnte ich gar nicht verstehen. Dass sie nach Hause kam, die war, das sah aus, als wenn sie durch einen Stacheldraht gezogen wären. Ja, und da haben wir dann auch immer gesagt, Lolita, das hat keinen Zweck, lass es einfach, wie es ist. Das bringt dir nichts. Die beiden treffen sich heimlich in den Wäldern der Umgebung. Sein Vater darf sie nicht zusammen sehen. Doch die Ermittlungen werden ergeben, er erfährt es trotzdem. Und fordert von Josef, das Verhältnis zu beenden. Für den zählte nur Geld und Macht.
und Land. Alles andere zählte für den nichts. Jede reiche Frau hätte den Jüppchen heiraten können, aber nicht die arme Lolita. Also der hat dem schon zugesetzt, dass der auch nicht mit Lolita zusammenbleiben sollte. Sie kann doch arbeiten und mithelfen. Sie hat nichts gelernt und ihre Familie hat nichts an den Füßen. Aber ich liebe sie. Lieber eine andere. Die Brieger kommt mir nicht ins Haus. Auf ihm lag die große Bürde, einen Hof zu übernehmen oder übernehmen zu müssen. Und der Vater war der klassische Patriarch. Er war der Landvogt, er hat regiert und er hat auch die Familie entsprechend beherrscht und hat natürlich auch Josef K. entsprechend in diesem Glauben oder in dieser Lebensweise aufgezogen. Das heißt, er war der klassische Sohn des Großbauern und hat sich auch so verhalten. Ich persönlich konnte mir das nicht mehr vorstellen, dass die Größe eines Bauernhofes heute noch etwas zählt. In den Augen von Menschen oder wenn es darum geht, Kinder zu verheiraten oder eine Ehe zuzulassen. Aber offenbar war das so. Es war sicherlich für ihn ein Stück weit eine Drucksituation und auch eine innere Zerrissenheit. Das sieht man daran, dass er mehrfach versucht hat, sich von Lolita zu trennen, aber immer wieder zurückgekehrt ist, was die Ermittlungen gezeigt haben. Im Juni 1982 will Josef die Beziehung zum ersten Mal beenden. Daraufhin unternimmt Lolita einen Selbstmordversuch. Mein Reden war immer, Lolita, das ist kein Mann wert, dass man sich dafür das Leben nimmt. Das kann nicht sein, dass man sich dann selbst was antut, nur für den Mann. Und den mit aller Gewalt an sich binden will, so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht zu mir hältst oder zu mir kommst, bring ich mich um. Das ist keine Basis. Lolita zieht ins nahe Jünkerath und arbeitet in einer Näherei. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, Josef fährt sie dort ständig besuchen. Außerhalb des Blickfelds seines Vaters. Doch dann wird Lolita schwanger. Das Einzige, was wir dann immer gesagt haben, das ist, also, wenn er dich nicht will oder wir kriegen das Kind auch ohne ihn groß. Dafür brauchen wir ihn nicht. Erst war happy, alles schön, Baby und so. Und dann nachher will er nichts mehr davon wissen. Von Lolitas Schwangerschaft muss Josef gewusst haben. So liest es Kommissar Schuh aus den Akten. Es gab sicherlich deutliche Widersprüche in den Aussagen von Josef K., der ja angeblich nicht von der Schwangerschaft wusste, aber wir wussten von dem Zeugen, der Lolita zum Frauenarzt gebracht hatte. Auf bitte von Josef K. In Frauenkron und Scheid ist Lolitas Schwangerschaft bald ein offenes Geheimnis. 1982 erbt ein Kind vom Vater nur dann, wenn es ehelich geboren wird. Mit dem Kind, das hat den Alten gewurmt. Nicht, dass das Kind zur Welt kam. Nein, das Kind hätte sein Vermögen holen können. Das Kind hätte ja auch geerbt, wenn es zum Leben kam. Ne? Aber das wäre ja schlimm gewesen, wenn da was irgendwie was an dem Hof runtergegangen wäre. Das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Im Spätherbst 1982 beendet Josef die Beziehung zu Lolita endgültig. Auch das findet sich in den Akten. Am Tag nach der Trennung nimmt eine Arbeitskollegin Lolita mit in Richtung Scheid. Sie will zum Hof von Josef K. Es ist der 4. November 1982, mittags. In Halscher ist ja die Telefonzelle, ruft sie Jüppchen an, da kann er dich erholen kommen. Nee, ich gehe zu Fuß. Ja, und unterwegs so haben wir dann so gesprochen, habe ich gefragt, gehst du heute das erste Mal dahin? Ja, ich sag, hör mal, man geht aber nicht mit leeren Händen wohin, wenn man das erste Mal geht. Ja, ich habe kein Geld, und sagte ich. Wird er ja 5 Mark leihen. Nein, die kriegen nichts von mir, sagte sie. Und das hat sie ja noch zu mir gesagt, er hat eine andere. Er braucht mich auch nicht mehr zu heiraten, er soll nur fürs Kind sorgen.
Ich habe gefragt, hast du das mit der Schwangerschaft, hast du das extra gemacht? Nein, das ist halt so passiert. Ich habe sie unten rausgelassen und war ja der Meinung, die kommt oben an. Lolita ist das letzte Stück zu Fuß nach Schalk gegangen und sie wurde dann durch zwei Zeugen unabhängig voneinander in der Nähe des Hofes gesehen und danach verliert sich ihre Spur. Für mich wurde deutlich, dass sie Josef nochmals sprechen wollte. Meine Schwiegermutter kam vom Spazierenheim und den ersten Satz, den sie gesagt hat, du hattest sicher heute Besuch. Sag ich, wie kommst du denn da drauf? Ja, die Lolita war doch... Ich sag, nee, Lolita war nicht hier. Ja, die hat aber oben am Hof gestanden. Und dann hatte ich meine Mutter angerufen und habe ich gesagt, Mama, war die Lolita? Nö, weiß ich nichts von. Ja, und anderen Tags kam ja dieser Anruf, dass sie nicht auf der Arbeit erschienen ist. Lolita war mit Josef K. und dessen Vater verabredet. Aber um 17 Uhr in Jünkerath. Eine großzügige Abfindung sollte die Angelegenheit klären. Das mag eine Möglichkeit gewesen sein, mit der Beteiligte schon abgeschlossen hatten. Das wird jetzt so kommen, die geht darauf ein. Und dann steht sie nachmittags am Hof und möchte noch mal mit Josef K. sprechen. Auf dem Hof sei Lolita nie angekommen, lautet die Aussage von Josef K. Ich habe das Bild heute noch vor den Augen, steht der so an meiner Kommode und die Arme so geschränkt, so wie ich das jetzt mache. Und da sagt mein Mann, Jüppchen, kannst du mir mal sagen, wo meine Schwägerin geblieben ist? Die ist doch gestern oben bei dir auf dem Hof gesehen worden. Ja, was interessiert mich deine Schwägerin? Eine Schwester Lolitas findet wenige Tage später eine Art Abschiedsbrief. Ja. ...1982 war die Selbstmordtheorie zunächst einmal nicht so abwegig. Die Ermittlungen damals im ersten Angriff, als man noch von einem Vermisstenfall ausging, ergaben ja, dass Lolita Brieger zwei Selbstmordversuche hinter sich hatte. Lolita schreibt, all deine Sorgen wären gelöst, wenn ich tot wäre. Du hättest dich auf mich verlassen können, dein Leben lang. Es grüßt dich, dein letztes Stück Dreck. Auf uns hat der Brief so gewirkt, die hat sich umgebracht. Das war unsere Devise. Mein Mann hat sich den großen Hund von uns genommen und etwas von Lolita. Und wir sind nachts sämtliche Bunker, Hütten, alles haben wir abgesucht. Nach dem, wie soll ich sagen, vielleicht hat sie es gemacht und liegt irgendwo. Tagelang hält eine Suchaktion die beiden Dörfer in Atem. Doch von der schwangeren 18-Jährigen fehlt jede Spur. Ich bin mit der Feuerwehr durch den Wald gegangen und jeder größere Haufen hier ist, da habe ich gedacht, hoffentlich liegt sie nicht da eins mit runter. Also ich wollte nicht unbedingt dabei sein, wenn sie gefunden würde. Man hat Suchmaßnahmen gemacht unter Einbindung der Feuerwehr, Polizeihubschrauber. Die Hundestaffel war im Einsatz. Dann gab es allerdings einen kleinen Bruch bei der Suche. Es war so, dass auch eine Zeugenaussage vorlag eines Busfahrers, der sich damals glaubte zu erinnern, Lolita Brieger vier Tage nach dem Geschehen wahrgenommen zu haben. Und das war natürlich ein Punkt, der auch damals die Ermittlungen ein Stück weit ans Ende gebracht hat. Man hat die Suche an diesem Tag abgebrochen. Der Busfahrer kann die junge Frau vier Tage später nicht mehr gesehen haben, weil er da dienstfrei hatte. Das wird sich erst Jahre später herausstellen. Lolita Brieger bleibt verschwunden. Josef K. hat nach dieser Beziehung eigentlich so weitergelebt, als wäre nichts passiert.
Er hat Legenden gebildet, er hat Storys erzählt. Storys aus Tausend und einer Nacht, da gesehen, dort gesehen, mach dies, mach jenes. Man würde dazu sagen, Nebelkerzen, Nebenkriegsschauplätze, Ablenkungsmanöver, nur damit er aus dem Fokus kommt. Bald brodelte es in der Gerüchteküche der beiden Dörfer. Da wird dann eines Teils gesagt, oh, die ist nach Holland abtreiben gefahren, dann wieder, die geht auf den Strich. Diesem horizontalen Gewerbe, da hätte er gehört, wäre sie jetzt drin. Also schlechter kann man über einen Menschen gar nicht reden, den man gern gehabt hat. Da waren Leute natürlich, die waren sich hundertprozentig sicher. Ich habe die da neu gesehen. Alles. Da wurde so viel erzählt von, man konnte sich nur wundern. In all den Jahren machte sich manch einer vor Ort seine eigenen Gedanken. Kann doch nicht sein. Die kann doch nicht von da unten bis da oben verschwunden sein. Wir haben eigentlich nicht geglaubt, dass sie da ist oder da ist oder da ist, aber wir dachten schon, da ist was passiert. Wir hatten schon festgeglaubt, Helfershelfer hätten eine Unmenge an Geld bekommen und hätten sie auf Seite geschafft. Und ich vergesse auch nie den Satz von meiner Mutter, die mir immer gesagt hat, hör mal Gisela, da oben ist was ganz Schlimmes passiert. Für mich stand immer fest, die lebt, die Lolita lebt, die gibt's noch und die ist irgendwo, hat die Fuß gefasst. Ich habe gedacht, die ist stark, die ist tough, die schafft das. 1987 nahm die Kripo Trier die Ermittlungen in der Eifel überraschend wieder auf. Und begann eine neue Suchaktion. Der Verdacht, Lolita war doch Opfer eines Verbrechens geworden. Nun geriet Josef K. ins Visier, nach einem heißen Tipp aus der Bevölkerung. Dann haben sich damals in den Vernehmungen Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er sich in Widersprüche verwickelt, insbesondere was die Kenntnis über die Schwangerschaft von Lolita angeht. Das hat uns natürlich seinerzeit schon stutzig gemacht. Und das hat letztlich damals zur vorläufigen Festnahme von ihm geführt und zur Vorführung vor dem Ermittlungsrichter. Da aber keinerlei objektive Beweise vorlagen, insbesondere da die Leiche nicht aufgefunden werden konnte, mussten wir ihn damals wieder gehen lassen. Zum zweiten Mal wurden die Ermittlungen eingestellt. Doch das Gerede über den Großbauern und seinen Sohn verstummte nicht. Dass der Freund bzw. der Vater damit zu tun hat, war eigentlich die Hauptvermutung schon immer gewesen. Aber es war halt leider nicht nachweisbar, dass da wirklich was hintersteckte. Wir konnten ja nichts beweisen oder nichts sagen. Aber so getraut, weil wir sie ja als eiskalte Burschen ein bisschen kannten, haben wir den nie. Etliche Leute hier aus dem Dorf, die haben ihn in Schutz genommen. Nein, das kann der nicht gewesen sein. Um Gottes Willen, nein, das war unmöglich. Ich hätte nie im Leben daran geglaubt, dass da noch mal was rauskommt. Seit 1987 schlummerte der Fall Lolita Brieger in den Schränken der Kripo Trier. Ich weiß aus der Akte, dass die Mutter von Lolita von Anfang an sicher war, dass Josef K. irgendetwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat. Sie hat dann noch viele Dinge unternommen, hat sich mit der Presse in Verbindung gesetzt. Aber das ist dann nachher auch irgendwann im Sande verlaufen. Da waren andere Dinge aktueller als der Fall Lolita Brieger. In Frauenkron und Scheid zogen die Jahre ins Land. Als wäre nichts passiert. Nur Lolitas Familie kam nicht zur Ruhe. Also man hat dann immer wieder gedacht, oh, da ist irgendwas und da kommt wieder was. Ganz am Anfang, weiß ich, das war sehr extrem mit der Hoffnung. Wahrsager.
Mein Vater ist mit der gefahren zum Wahrsager und jeder hat was erzählt. Dann hat sie wieder Hoffnung gehabt. Nee. Manchmal habe ich zu ihr gesagt, Mama, du hast die Kerze da im Fenster stehen, bist du eigentlich Bank, da tu mal die Gardinen hier abfackelst. Nee, ich sitze doch dann immer dabei, wenn die Kerze an ist. Das ist die Kerze für Lolita, damit sie weiß, wenn sie heimkommt, wo sie hingehört. Wir kennen sie ja von Kind an. Und auf einmal ist dieses Mädchen weg. Und diese 30 Jahre Ungewissheit, das hat mir also schwer zu schaffen gemacht. Man muss es ja nicht immer zeigen. Kaum noch jemand sprach über das 18-jährige Mädchen. Bis die Ermittler im August 2011 den Fall Lolita Brieger in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn Sie zuschauen, bedenken Sie doch bitte auch die unerträgliche Situation für die Angehörigen. Bevor der Bericht im Fernsehen kam bei Aktenzeichen, habe ich von der Lolita geträumt. Das war ein ganz, ganz präsenter Traum. Ich glaube, das war in der U-Bahn-Station oder was. Stand ich und drehe mich rum und die Lolita steht hinter mir. Und dann sage ich noch so, wo kommst du denn jetzt her? Total überrascht. Und sie sagte aber gar nichts zu mir. Nichts, sie drehte sich nur um und ging. Der Anreiz, jetzt zum Telefon zu greifen, wählen Sie bitte die Nummer der Kripo in Trier unter 06. Ich habe die Sendung damals verfolgt und da habe ich persönlich auch gedacht, jetzt passiert auf jeden Fall irgendwas passiert hier, irgendeiner fängt an zu reden. Und tatsächlich meldet sich jemand bei der Kripo, spricht von einem Mitwisser, einem Kumpel von Josef K. Der Hinweis lautete, dass dieser Zeuge zur tatkritischen Zeit, wie wir sagen, nachts mal nicht in sein Elternhaus gekommen war und am nächsten Morgen auf die Frage seiner Mutter, wo er denn gewesen ist, geantwortet haben soll. Das könne er in seinem Leben niemandem erzählen, was er in dieser Nacht erlebt hat. Wolfgang Schuh bestellt den Mann in sein Büro in Trier ein. Der weicht den Fragen des Kommissars zum Verschwinden der 18-jährigen Lolita aus. Und es kam dann zu einer kleinen Vernehmungspause, wo wir miteinander gesprochen haben und wo ich ihm auch vor Augen führen konnte, wie es ihm erginge, wenn seine gerade 18 Jahre alt gewordene Tochter plötzlich verschwände. Und das hat den Zeugen schon mitgenommen und unmittelbar danach machte er dann auch Angaben, was damals wirklich passiert ist. Sein Kumpel Josef sei mit ihm zu einem Schuppen bei Scheid gefahren. Josef K. hatte dem Zeugen lediglich gesagt, er habe Lolita getötet. Er sprach von Erdrosseln. Man habe dann in der Dunkelheit den Leichnam weggebracht aus der Hütte. Der Zeuge konnte sich noch erinnern, dass er an den Beinen angegriffen hatte. Es war für ihn nur noch sehr schwer zu fühlen, welche Körperteile er in der Hand hat, weil eben der Leichnam sehr stark mit Folie umwickelt war. Sie transportieren das tote Mädchen im Kofferraum, fahren nach Frauenkron, vorbei an Lolitas Elternhaus. In dieser Verpackung, sage ich mal, hat man den Leichnam dann auch einige Kilometer weiter weg auf der alten Mülldeponie Frauenkron ausgeladen und vor dem Entdecken geschützt, indem man Müll und Abraum über sie deckte. Diese Zeugenaussage war sicherlich der entscheidende Baustein, nach dem wir gesucht haben. Und er ist natürlich ein zentraler Punkt, der dann die weiteren Ermittlungen überhaupt ermöglicht hat, nämlich die Suche nach dem Leichnam. Am Tag nach dem Geständnis seines Kumpels wird Josef K. in seinem Haus festgenommen. Von dort aus hatte er die stillgelegte Müllhalde im Blick. All die Jahre, in denen ein Wald darüber wuchs.
Um ihn als Täter überführen zu können, muss hier Lolitas Leichnam gefunden werden. Für mich war es schwierig, der Mutter das auch zu sagen, wo wir denn beginnen werden mit den Grabungen. Und dass das eine Stelle ist, die ihr sehr wohl bekannt ist, die sie auch, wenn sie aus dem Fenster schaut, sieht. Und das stellen Sie sich mal vor, als Mutter gucken Sie drauf, wo ein Kind ausgegraben wird. Da verstehen Sie die Welt nicht mehr, ne? Sie hat das doch nicht verstanden. Das war so ein unerträglicher Gedanke, dass sie da einfach oben liegen soll, irgendwo auf einer Müllhalde, auf einer ehemaligen. Und vor allen Dingen nur ein paar Meter vom Elternhaus auch weg. Das war alles so unglaublich, so unfassbar. Die Kripo lässt das Gelände systematisch umgraben. Ein 600 Quadratmeter großes und 5 Meter tiefes Areal. Sie suchen nach einer grünen Silofolie. Irgendwann, nach einigen Tagen, hat man plötzlich begonnen, mich zu beruhigen und hat gesagt, also bitte, wenn wir sie nicht finden, dann kann der Täter sie ja wieder beiseite geschafft haben, woanders versteckt haben. Und da ist natürlich von Tag zu Tag die Hoffnung, sterbliche Überreste von Lolita Brieger zu finden, geschwunden. Nach 11 Tagen ist die Müllhalde fast komplett umgegraben. Die Suche soll beendet werden. Es ist der 19. Oktober 2011. Es gab ein Telefonat zwischen mir und dem zuständigen Staatsanwalt. Während dieses Telefonates mit Herrn Schuh kam dann von hinten der Ruf eines Kollegen, wir haben etwas gefunden. Und das hat in diesem Telefonat von jetzt auf gleich natürlich alles geändert. Ich habe ihm dann beschrieben, ich werde jetzt diesen Sack aufreißen. Hab dann ja durch diesen kleinen Schlitz direkt die Hose von Lolita erkannt. Wir wussten aus den Ermittlungen in den 80er Jahren sehr genau, was Lolita Brieger am letzten Tag, als sie gesehen wurde, getragen hat. Und obwohl so lange Zeit vergangen war, war die Kleidung zwar dreckig und verschmutzt und auch teilweise natürlich verrottet, aber trotzdem noch insoweit erkennbar, dass wir sie relativ gut direkt identifizieren konnten. Was sicherlich bewegend war, das war der Anruf bei den Angehörigen. Ich habe dann im Haus der Mutter angerufen und die Schwester war am Telefon. Und die ahnte eigentlich schon, dass wir was gefunden haben. Und ich konnte das dann bejahen. Und da war natürlich auch eine Freude, kann man schlecht sagen. Aber man war froh, dass es dieses Ende gefunden hat. Und dann rief meine Schwester mich an und sagte, Gisela, wir haben sie gefunden. Ich war allein. Und es hört sich zwar schlimm an, aber ich habe nur geschrien. 29 Jahre lang war Lolita ihrem Elternhaus so nah. Das Licht im Fenster der Mutter war vom Wäldchen aus zu sehen. Das war sehr schmerzhaft. Das war unglaublich, dass man einen Menschen so entsorgen kann. Das war schon sehr hart zu erfahren, dass sie wirklich auf einer Müllkippe abgelegt worden ist und wirklich da verscharrt worden ist, wo wir als Kinder halt auch öfter drauf gespielt haben. Und all die Jahre will niemand in Scheid oder Frauenkron etwas gewusst haben? Es ist möglich, dass welche früher Hinweise hatten, aber die wollten nichts mit der Sache zu tun haben.
Und mit dem Vater von dem Jüppchen, der hätte den die Hölle losgemacht, wenn da vielleicht mal was rausgekommen wäre. Eine junge Frau hat mir mal gesagt, dass ihre Mutter ihr verboten hätte, in diesem Wald zu spielen, weil dort Lolita begraben läge. Da frage ich mich natürlich auch im Nachhinein, warum hat diese Frau, wenn sie ihren Kindern das schon sagt, das nicht der Polizei gesagt? Geht da mal gucken. Ich bin mir sicher, dass das Dorf mehr wusste, als es gesagt hat. Ich bin mir auch sicher, dass man abgewogen hat, ob es einen Sinn macht, jetzt hier nun wirklich die Wahrheit ans Licht zu bringen oder aber des lieben Friedenswillens hier die Dinge einfach ruhen zu lassen. Still und leise werden Lolita und ihr ungeborenes Kind beigesetzt. Kommissar Schuh hat den ersten Teil seines Versprechens eingelöst. Die Bedeutung für die Familie kann man an einem Satz erkennen, den die Mutter geäußert hat. Sie ist wieder heimgeholt worden. Ich denke, das besagt eigentlich alles. Dass wir jetzt wissen, wo Lolita ist, das erleichtert ungemein. Da kann man ganz anders mit umgehen, wenn man weiß, wo man trauern kann. Und das ist sehr wichtig, damit man irgendwann abschließen kann. Ich weiß jetzt, wo sie ist. Kommissar Schuhs zweiter Vorsatz steht noch aus: den Täter zu überführen. Josef K. ist des Mordes angeklagt. Verhandelt wird vor dem Landgericht in Trier. Im Prozess hat sich ergeben, dass die Tat, so wie sie sich darstellte, eine wohlüberlegte, gezielte, geplante, durchorganisierte Handlung war, mit der gezielten Ergebnisorientiertheit, das Problem endgültig zur Seite zu schaffen. In dem Schuppen bei Scheid ist Lolita getötet worden. Vermutlich erdrosselt mit einem Draht. Der genaue Tatablauf bleibt unklar, weil Josef K. vor Gericht das tut, was er jahrzehntelang getan hat. Er schweigt. Er hat alles stoisch über sich ergehen lassen. Und ich frage mich als Psychiater, wo geht ein Mensch mit seinen Emotionen hin? Irgendwo muss er sie haben. Und er kann das nur verdrängen oder abspalten und das muss viel Arbeit kosten. Am 11. Juni 2012 spricht das Schwurgericht das Urteil in der Anklage gegen Josef K. wegen Mordes an Lolita Brieger. Die Urteilsverkündung selbst in der Hauptverhandlung haben ganz klar gezeigt, dass Josef K. der Täter ist. Daran hat das Gericht keinerlei Zweifel gelassen. Allerdings konnte sich das Gericht im Rahmen der Hauptverhandlung lediglich die Überzeugung bilden, dass er Täter eines Totschlags war. Uns war schon von vornherein klar, dass es nach so langer Zeit schwierig sein wird, einen Mord zu beweisen, also Mordmerkmale nachzuweisen. Es ist uns nicht gelungen. Mord verjährt nicht, Totschlag aber nach 20 Jahren. Josef K. muss freigesprochen werden. Das ist keine Gerechtigkeit. Es ging um dieses Gesicht. Dieses Gesicht. So. Nach 30 Jahren muss man sowas erfahren. Das ist eine Ohrfeige für unsere Mutter. Ich kann es nicht begreifen. Da ist jemand, der hat ein junges Mädchen vom Leben in den Tod und es läuft heute als freier Mann rum. Und in meinen Augen stirbt dann so jemand zweimal. Wir haben noch ein letztes Gericht. Und da muss sich jeder auf seine Weise verantworten. Und ich will hoffen, dass bei diesem letzten Gericht richtig geurteilt wird. Josef K. ist nach dem Freispruch zurückgekehrt. Er wohnt nun wieder in Scheid, wenige hundert Meter entfernt von Lolitas Familie. Dass er wirklich so, ja, sagen wir mal, abgebrüht oder gefühlskalt ist und wirklich hier vor Ort wohnen bleibt und ja, die beiden Orte und die Menschen täglich damit konfrontiert, ist schon schwer zu ertragen.
Das ist nicht so einfach. Und dass man dann eine Faust in die Tasche machen muss und sagen, oh, guck mal, da fährt der wieder vorbei. Der hat unsere Schwester umgebracht. Das ist ja schon hart. Da gehört schon was zu. Das hat der Juppi mir mal gesagt. Da müsste Gras drüber wachsen. Aber auch solange wir hier leben, wächst kein Gras darüber, von unserer Seite aus. Die Wut auf den Täter entlädt sich. Neben Lolitas Fundstelle auf der einstigen Müllhalde. Es ist schon so, dass er eigentlich immer wieder darauf hingewiesen wird. Hier ist nicht unbedingt der Platz, an dem du bleiben solltest. Aber es scheint ihn kalt zu lassen. Josef K. ist inzwischen 54 Jahre alt. Die Eltern sind längst verstorben. Sein Land hat er verpachtet. Vor einiger Zeit war mal jemand gewesen, der hatte bei ihm im Haus auf der Straße Mörder hingeschrieben und auch an der alten Garage. Auch Mörder, also vergessen wird die Sache noch nicht sein. Sie werden wohl miteinander auskommen müssen. In Scheid und in Frauenkron. Es ist halt teilweise wirklich, als ob man ein Krimi liest oder ein Buch und einfach denkt, gibt es nicht in echt. Es ist halt wirklich so passiert und hat sich hier so zugetragen, ja, wo jeder denkt, ja, gibt es nur in Filmen oder so. Ein Schuppen, zwei Dörfer und ein Wäldchen werden Lolitas Geschichte bewahren. Manchmal hat man wirklich den Eindruck, es wäre die ganzen Jahre nichts geschehen. Das ist wieder alles so wie früher. Jeder lebt, wo er gelebt hat. Nur Lolita ist weg. Für immer. Man könnte wirklich meinen, in den 30 Jahren wäre fast nichts passiert. Und Kommissar Schuh? Bis heute bewegt ihn das Schicksal Lolitas und ihre tragische Liebesgeschichte. Wenn man heute Menschen danach fragt, die in Städten leben, die sagen, nee, das gibt's doch nicht mehr, oder? Das kann es ja auch damals nicht gegeben haben. Aber es war offenbar so. Der Fall hat es gezeigt. Bei den Briegers in Frauenkron ist der Kommissar aus Trier jederzeit willkommen. War für mich der Mann, der so hartnäckig an der Sache dran war. So, jetzt habe ich einen Strohhalm und da bleibe ich dran. Und da habe ich auch gesagt, Herr Schuh, ich bewundere Sie, dass Sie so hartnäckig waren. Er sagte, der Fall hätte mich von Anfang an nicht mehr losgelassen. Und ich habe auch Ihrer Mutter damals gesagt, wir suchen so lange, bis wir sie finden. Und deswegen bin ich dem Herrn Schuh auch immer dankbar, dass er sie heimgeholt hat.